Wir Grüne sind im Mai 1990 das erste Mal in den nordrhein-westfälischen Landtag eingezogen. Wir haben das Parlament offener, moderner, bürgerfreundlicher und insbesondere auch weiblicher gemacht. Wir hatten den ersten offenen Schwulenabgeordneten, die ersten Abgeordneten mit Migrationshintergrund und wir hatten den ersten Fraktionsvorsitzenden, der mit knallbunten Leggings ans Redepult getreten ist. Wir sind damals mit der Kampagne Mobil auch ohne Auto in den Wahlkampf gezogen, haben gepunktet, haben das Thema Verkehrswende, ÖPNV-Ausbau, Radwegebau hier im Parlament zum ersten Mal zum Thema gemacht. Wir sind seit 30 Jahren hier im Parlament, haben vieles vorangebracht, haben sowohl regiert als auch in der Opposition gewirkt. Nordrhein-Westfalen ist durch uns bunter, grüner und klimafreundlicher geworden. 1995 zogen wir Grünen zum zweiten Mal mit 10% Stimmenanteil in den Landtag von Nordrhein-Westfalen ein und beendeten damit die absolute Mehrheit der SPD, die seit 15 Jahren dieses Land allein regierte. Für einige in der SPD waren wir ein Betriebsunfall, der schnell wieder vorbeigeht, doch es kam anders. Insgesamt haben wir 17 Jahre hier mit der SPD das Land gestaltet. Und es waren Jahre, in denen wir grüne Spuren hinterlassen haben. In den ersten Jahren hat Bärbel Höhn ganz dicke Bretter gebohrt in der Umweltschutz, in der Landwirtschafts- und in der Verbraucherschutzpolitik oder Michael Vesper mit einer Ökologisierung des Bauens. In der zweiten Regierungszeit von 2010 bis 2017 haben wir in der Minderheitsregierung entscheidende Weichen gestellt für die Kommunen mit unserem Stärkungspakt, damit die Kommunen aus der Schuldenfalle rauskommen. Oder mit dem sogenannten Schulfrieden, den Sylvia Lörmann interfraktionell mit der CDU auf den Weg gebracht hat, um längeres gemeinsames Lernen zu ermöglichen. Diese Jahre waren gute Jahre. Wir haben hier Pflöcke eingeschlagen, aber wir haben noch sehr viel mehr vor. Als nächstes haben wir in NRW einen Kohleausstieg zu meistern und einen Strukturwandel zu bewältigen. Und auch diesen Themen werden wir uns auch in der Opposition konstruktiv und kritisch widmen.